Viele denken sich wahrscheinlich, der Jedi-Orden muss doch unheimlich reich sein. Tausende von individuellen Jedi bekommen vom Orden Essen, Gewänder, ein Quartier und vieles mehr. Der Jedi-Tempel of Coruscant spiegelt diesen Reichtum wider. Dieses uralte, im Laufe der Jahrhunderte stets erweiterte und umgebaute Gebäude dient nicht nur als Zentrum der Besinnung und zum Studium der Macht, sondern zeigt auch den Prunk vergangener Tage. Gigantische Statuen schmücken die äußeren Eingänge zu den riesigen Eingangshallen. Aber ihr Reichtum ist nicht so groß, wie man vielleicht denkt. Sie besitzen zum Beispiel keine großen Raumschiffe. Große Reisen erfolgen entweder auf Schiffen, welche die Republik bereitstellt, oder öffentlich. Auch wenn die meisten Jedi-Tempel der Galaxis seit hunderten Jahren keine technische Überarbeitung mehr bekommen haben, ist der Tempel of Coruscant unheimlich gut mit bester Technologie ausgestattet. Er verfügt über verschiedenste Forschungslabore, holographischen Trainingsbereichen, Werkstätten und Lagerräume sowie Meditationskammern. Doch die größten Reichtümer des Ordens befinden sich in den Jedi-Archiven. Hier ist nicht nur die vollständigste Bibliothek in der gesamten Galaxis untergebracht, sondern man findet hier auch andere Raritäten. Einige der tapfersten Jedi bleiben in Form von Büsten aus feinstem Bronzium der Nachwelt erhalten. Unter imperialer Herrschaft jedoch werden solche Jedi-Relikte selten und sind gesuchte Stücke bei Sammlern. Aber nur die wenigsten wussten, dass sich im Inneren des Archives noch ein weiterer, geheimer Raum befindet. Denn mit der richtigen Kombination konnten Jedi eine geheime Türe öffnen, welche den Zugang zu einer Räumlichkeit ermöglichte. Nicht einmal die imperialen Truppen während der Säuberung des Jedi-Tempels haben diesen Durchgang entdeckt. Denn darin befanden sich Büsten und Statuen von uralten Jedi-Lehrmeistern. Aber der wahre Grund, warum dieser Raum selbst für den Großteil der Jedi ein Geheimnis blieb, sind die Sith-Artefakte, die sich dort befanden. Darunter neben wichtigen Datenchips auch eine uralte Maske von Lord Momin, verschiedene Sith-Holocrons und ein pyramidenähnliches Werk, welches eine alttypische Sith-Bauweise aufweist. Für den Fall der Fälle hat der Jedi-Orden aber auch all seine Artefakte versichert. Was mich auch schon zum Sponsor des Videos bringt, und zwar Clark. Denn wusstet ihr, dass es im Jedi-Tempel einen gesamten Raum voller Holocrons gab, welcher lediglich alle Versicherungsunterlagen der Jedi speicherte? Zum Glück müsst ihr nicht solch einen Aufwand betreiben, und zwar dank Clark. Denn in der App kannst du einfach deine bestehenden Versicherungen eintragen und Geld sparen. Die Jedi hätten wohl gerne eine Order 66 Versicherung gehabt, aber du hast wahrscheinlich eine Unfall- oder Haushaltsversicherung. Clark vergleicht deine Verträge, wo du jeden Monat deine Beiträge zahlst. Dabei checkt die App mit ein paar Fragen deine aktuelle Lebenssituation aus und analysiert, welche Versicherungen du überhaupt brauchst. Ist eine überflüssig, kannst du diese kündigen. Und findet Clark einen besseren Tarif, kannst du diesen auch direkt wechseln. Clark vergleicht über 160 Tarife und sucht für dich immer das passende Angebot. Außerdem hat Clark einen Protokolldruiden angestellt, welchen du rund um die Uhr erreichen kannst, per Mail, Chat sowie Telefon. Wenn du dich jetzt über den Link in der Videobeschreibung bei Clark anmeldest, gibt es für jede Versicherung, die du einpflegst, einen 15€ Amazon-Gutschein. Dazu reichen bestehende, du musst also keine neuen Versicherungen bei Clark abschließen. Einfach App herunterladen, registrieren und Code STARWARS eingeben. Dann gibt es insgesamt bis zu 45€ Amazon-Guthaben für dich. Zurück im Jedi-Tempel muss man aber sagen, dass der vermutlich wertvollste Besitz des Jedi-Ordens die nahezu unendlich große Wissensmenge ist, gespeichert in unzähligen Datensätzen. Denn so wie Jocasta Nu bereits vor den Klonkriegen sagte, wenn es nicht in den Archiven gespeichert ist, existiert es auch nicht. Solange es niemand daraus gelöscht hat, versteht sich. Denn genau so, wie Kamino aus den Archiven des Ordens entfernt wurde, löschte die Jedi Jahrzehnte später alle Informationen, welche sich in den Archiven befanden, um sicherzustellen, dass dieses gesammelte Wissen dem Imperium nicht in die Hände spielen kann. Und somit sind die Sammlungen, welche hunderte Jedi über zehntausende Jahre mühsam zusammengetragen haben, verloren und irgendwann auch sicher
vergessen. Was ihr aber nicht vergessen solltet, ist, dem Kanal ein Abo dazulassen, denn hier ist für jeden Star Wars Fan etwas dabei. Hier rechts habe ich euch jetzt noch ein Video über die Comicreihe mit Jocasta Nu und den Jedi-Archiven verlinkt, sowie über den verfluchten Platz im Jedi-Rat. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.